So, ja, jetzt geht's weiter mit Bändersaga. In der Meiseite überstrapaziert, es ist einfach zu viel los. Schau zum Horizont, so viele stehen nur herum und schauen zu. Andere Häuser, sie warten darauf, dass wir fallen, bevor sie sich einmischen. Verdammt, wo sind diese Fässer? Im Hafen sammelt sich eine Volksmenge, die bereits eine gefährliche Reise erreicht, Größe erreicht hat. Du kannst die herumtanzenden Masten voller Sch vieler Schiffe erkennen, die sich völlig überfüllt schlingert aus dem Hafen schleppen. Petra flucht. Wenn das Wegsegeln eine Lösung wäre, hätten wir es bereits getan. Die Meere sind vergiftet, so wie alles andere hier, zischt Petrus. Zweifellos mit dem Blut der Schlange. Es riss sich durch das Holz und die Fische sind tot. Es gibt da draußen nichts außer dem Tod. Die Meute der Deserteure auseinandertreiben. Petrus zwingt die Schiffe zu stoppen und auseinanderzunehmen, um sie als Bauholz zu verwenden. Ja. Petrus eilt widerwillig den Befehl. Viele hoffnungsvolle Passagiere, verzweifelte wie auch Betrunkene, beugen sich den Stadtwachen, Zähne knirschen. Schließlich geben Petrus Männer den Versuch auf, alle Schiffe davon abzuhalten, in See zu stechen. Aber sie schaffen es, einige bereits beiseite zu ziehen, um sie als Bauholz zur Verstärkung der Mauern zu verwenden. Du ziehst weiter und sorgst dich, dass du hier bereits zu viel Zeit verschwendet hast. In der Masse fällt dir eine Frau ins Auge. Ihr goldener Umhang sticht hervor. Nit, fragst du. Oh. Nit, Knit. Nit schaut weg, als du dich näherst, aber sie weiß, dass du sie gesehen hast. Sieh zwei Jungen an den Handgelenken mit sich in Richtung Hafen. Ich verlasse euch. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe. Wo ist dein anderer Junge? Du kannst erkennen, wie Nitz sich nach innen zurückzieht, wie Papier, das sich zu kleinen Quadraten zusammenfaltet. Du merkst, dass ihr älterer Sohn fehlt und kannst dir denken, aus welchem Grund. Er ist weg. Was passiert? Er ist nicht weg. Er ist tot. Ich mache dir und mir selbst keine Vorwürfe. Ich gebe nicht einmal den Wütern die Schuld. Wer ist schuld an allem? Weißt du es? Niemand kann es mir sagen. Ich will einfach nicht mehr hier sein, überall, nur nicht mehr hier. Sie schiebt sich vorbei, nachdem sie gesagt hat, was sie sagen wollte. Nit, warte. Geh nicht, lass mich dich beschützen. Bleib hier. Ich bin Feigling begegnet, aber du gehörst nicht dazu. Du meinst es gut. Aber wann wirst du verstehen, dass du nicht alle beschützen kannst? Wann haben wir überhaupt das letzte Mal miteinander gesprochen? Schwierigkeiten, sich zu erinnern, und Nid hat sich bereits losgerissen. Sie dreht sich um dir einen letzten Blick zuzuwerfen. Lebe wohl. Okay. Ja, gut. Da kann man wohl nichts machen. Familienältere und Kinder stehen noch immer da, in enormer Zahl dicht gegen die Mauern gedrängt. Da sie keinen Platz haben, um sich zu verteilen, sind sie inmitten der marodierenden Wüte gefangen. Wir müssen sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, sagt auch Life. Du fragst dich, ob du eine Wahl hast. Jutta hart attackieren, um so viele wie möglich niederzumetzeln. Hinter euren Schilden Schutz zu suchen. Stürzt dich auf die nächstbesten Wüter und erschlägst die überraschten Feinde, bevor sie sich formieren können. Unbewaffnete Städter flüchten vor den Kämpfen, so gut sie können, aber ihr zieht weiter, bevor weitere Wüter anrücken. Okay. Der Versuch, sowohl den Leuten zu helfen, als auch die Wüte zu bekämpfen, zehrt an deinen Kräften. Aber noch etwas fühlt sich falsch an. Auf andere Art falsch. Petrus legt dir eine Hand auf die Schulter, um dich zu bremsen.
Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass es in Abraham mächtige Leute gibt? Sie sind wohl zu dem Entschluss gelangt, dass ihr Moment jetzt gekommen ist. Und vor so jemanden haben alle Leute so viel Angst. Es spottet ein Mann mit tätowiertem Gesicht. Du erinnerst dich, ihn schon bei Ruckers Loyalisten gesehen zu haben. Ein paar Dutzend grauhaarige Kämpfer stehen mit gezogenen Waffen da und du bemerkst, dass sie die Wappen vieler verschiedener Häuser tragen. Hunde, überlass sie mir, sagt Petrus und versammelt seine Wachen. Das alles stinkt total nach Ruger. Sorge dafür, dass er jetzt damit aufhört. Oder es wird weiterhin passieren. Tu, was immer du tun musst. Ich kümmere mich um Ruger, wenn ich hier fertig bin. Hab keinen Erbarmen mit ihm, Petrus. Petrus nickt. Keine Sorge. Bestimmt nicht. Ich habe auf eine Gelegenheit wie diese gewartet. Oh, ist es ein Kampf? Nein. Ah, ich kann mit Rugas sprechen. Du stürzt voller Zorn durch Rugas Zellentür und hast sofort seine volle Aufmerksamkeit. Die ganze Sache muss ein Ende finden. Jetzt. Jeden Augenblick fallen mehr Menschen. Eine Sünde zum Opfer, die Mauer fällt, während wir hier reden. Und immer noch kämpfen deine Clanmitglieder gegen uns. Es ist nicht alles mein Verdienst. In diesem Spiel gibt es viele Spieler. Das ist kein verdammtes Brettspiel. Über den Lärm des Blutbades, ob das sich draußen abspielt, ertönen Glocken, wie aus weiter Ferne. Was ist das für ein Geläut? Tradition. Schade, dass es nicht den blauen Rauch zu sehen kriegte, der dazu gehört. Ich habe von diesem Tag geträumt. Meinolf, endlich tot. Klingt, als bräuchtest du mich jetzt mehr als je zuvor. Soll das ein Witz sein? Du hast das Einzige verloren, was. Warum sollten wir dich jetzt überhaupt noch am Leben lassen? Mädel, Meinolf ist vor Tagen gestorben. Er wusste es nur nicht. Gegen dieses Gift gab es kein Mittel. Als ich erfuhr, dass es den Magiern verboten ist, den Geist einer Person zu manipulieren, fand ich ein eigenes Gift. Er starb im Schlaf und hatte dabei absolut schreckliche Träume oder so, wurde mir gesagt. Widerlicher Kotzbrocken. Hast du je gesehen, wie eine Stadt sich gegen sich selbst wendet? Er ist ein verhungernder Wolf, der seine eigenen Jungen frisst. Außer die Vergewaltigung, die Ermordung, Folter und von Tausenden erlebt, weißt du, wie das klingt, wie das riecht? Ja. Ach ja, und wenn die Situation endgültig im Chaos umschlägt, gibt es keine Heilung, genau wie bei Meinolf. Sollte ich sterben, wirst du selbst feststellen, dass es so ist. Das verspreche ich dir. Vielleicht hörst du dir also aufmerksam an, was ich will. Nur wenn deine Männer uns helfen und aufhören, Jagd auf uns zu machen. Und könnte sie überzeugen. Brauchst du dein Banner mit meinem zu vereinen? Nicht zum Herrscher über das Ende der Welt zu machen? Keine Sorge, den Krieg darfst du von mir aus gerne führen. Mir geht es um die Friedenszeit. Woher bleibe ich sogar hier eingesperrt, falls es dir das leichter macht? Warum sollte ich dir ein einziges Wort glauben? Lieber nicht. Lass das Banner für uns sprechen. Du wirst unter meinem Schutz stehen und niemand wird Hand an dich legen. Im Herzen bin ich ein Mann des Friedens. Nur wenn deine Männer mitkämpfen, statt uns Ärger zu machen. Sobald dein Wader an meins angenäht ist, werde ich dich in Ruhe lassen. Verstehst du das Prinzip? Ach ja, und ich möchte die Sache vor einer Menschenmenge erledigen. Aber es keine Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, was passiert ist. Otlife schäumt vor Wut. Sie ist wütend auf dich und du kannst dich nicht erinnern, sie schon einmal so außer sich gesehen zu haben. Dies Banner gehörte meinem Mann. Ich hätte es an mich nehmen können, als er starb, aber ich habe es dir anvertraut. Nicht diesem intriganten Stück. Plötzlich ertönt ein Klappern bei den Toren. Es ist eines seiner Clanmitglieder. Sie sind bereit, ruft er, aufgeregt. Die Ölfässer sind zusammengetragen. Oh, nice. Moral gestiegen. Was sagt der Markt? Oh. Nee.
Nach dem Glockenläuten triffst du zufällig Ursa, die von der großen Halle kommt. Sie wirkt abwesend. Es tut mir leid, dass Ludin nicht hier sein konnte. Ich weiß, dass er dir viel bedeutet hat. Ich habe ihm viel bedeutet. Und ich wünschte, wir hätten mehr unternehmen können, um seinen Vater zu retten. Sie zeigt auf ihr Gesicht. Wenn du lernst, wie man die Zeit zurückdreht, warne mich davor, den Wald bei Graton zu verbrennen. Du nickst wissend. Und wie hast du Ludin kennengelernt? Sie lächelt eine ganze Weile in sich hinein. Du fragst dich, ob sie das tut, weil sie eben Ursa ist, aber dann verstehst du, dass sie wahrscheinlich Erinnerungen an sich vorbeiziehen lässt. Kindheit. So lange hast du ihn gekannt? Das kann passieren, wenn man dasselbe Blut teilt. Was meinst du damit, Ursa? Warst du Ludins Schwester, die Tochter des Königs? Meinolf behauptet immer, er hätte nur einen einzigen Sohn. Könige können sich jeden nehmen, den sie wollen. Du meinst, wie es ihnen passt? Nein. Legt einen Finger an ihre Lippen und macht leise Psst. Von mir erfährt es niemand. Noch mehr, und tut mir leid, dass wir König Meinolf nicht retten konnten. Nein. Du nickst abwesend. Alle dachten, du hättest bei diesem Waldbrand das Leben verloren. Wie bist du entkommen? Hexerei. Sie scheint zu diesem Thema nichts weiter zu sagen zu haben. Okay. Wo hast du so gut gelernt, mit dem Bogen umzugehen? Die brennenden Pfeile. Niemand hat es mir erlaubt. Also hast du es dir einfach selbst beigebracht. Eigentlich überrascht mich das nicht. Überrascht dich das? Nein. Gut. Nichts wissend. Was hast du jetzt vor? Heirate einen Seemann, kriege viele Kinder. Fang mit der Korbflechterei an. Dann bohrt. Starrst du sie nur ausdruckslos an, bis du die Andeutung eines Lächelns bemerkst und alle Wüter zu schwarzen Kohlen verbrennen. Gib auf dich acht. Immer schon. Also los, zünden wir diese Fässer an. Ursa lächelt, wirft dir einen Handkuss zu, als du zur Mauer gehst. Was merkwürdig wäre, wenn du nicht wüsstest, dass so etwas einfach Ursas Art ist. Okay. Boah. Kann man schon mal machen. Ruin. Die Fässer sind mit Netzen umwickelt und Pferdebürtige stehen bereit, um sie auf einen Wink hin an ihr Ziel zu bringen. Skedach treibt nervös auf der Mauer herum. Das ist bestimmt jedes Ölfass aus der ganzen Stadt, sagt Ottleif mit dem Blick auf die vollen Netze. Ohne die Wahl hätten wir nicht halb so viele zusammenbekommen. Ursa bringt mehrere Bogenschützen mit Brandpfeilen in Stellung. Sie sieht glücklicher aus, als du sie je gesehen hast. Hoffen wir, dass es funktioniert. Der Anker kommt wieder. Ein dunkler Streifen. Die Pferdebürtigen sind bereits unterwegs und ziehen das Netz mit sich. Wo der Obsidianhaken in die Wand durchschlägt, hieven sie die Fässer über die Mauerkrone. Das Netz verfängt sich und wird mit zurück zu Ruin gerissen. Jetzt, ruft Ursa. Züngelnde Feuer schwirren durch die Luft. Wie Glühwürmchen in der Nacht, sanft hinabgleitend abwärts, abwärts. Eine Explosion reißt das Schlachtfeld in zwei, lässt die Erde erbeben und verschlingt die Sundere. Eine Fontäne aus Schmutz und Staub steigt gegen Himmel. Entlang der gesamten Mauer bricht spontaner Jubel aus. Sogar die Wüter haben ihren Angriff unterbrochen, um zuzusehen. Ist es vorbei? Ist es vorbei, fragst du? Als der Staub sich endlich lichtet, siehst du Ruin schwankend aufstehen. Das Jubeln verstummt. Sie ist verletzt, Ottleif schreit. Wir müssen es zu Ende bringen, jetzt. Kommt! Ertönt ein Ruf vom Fuß der Mauer. Kanari wirft ihr Haar zurück und lächelt. Ihre Pferdebürtigen sind allen Anschein nach sturmbereit. Wir schnell gehen. Ottleif unterdrückt ein Jauchzen der Begeisterung, als sie begreift, was Kanari im Sinn hat. Sie klettert einigen Pferdebürtigen auf den Rücken und schon bald sprengt im Galopp durch Horden von Wütern, mit denen ihr zu Fuß zusammengestoßen werdet. Doch die Wellen von Wütern nehmen kein Ende und bringen euch schließlich fast zum Stillstand. Sie umgehen euch von allen Seiten, bis du nichts anderes mehr siehst als schwarzen Stein und gelbe Augen. Hinter dir hörst du ein dumpfes Krachen von Metall auf schwarze Rüstung. Dann drängen sich die Wale mit Feuer in den Augen nach vorne. Aufwärts! Dieses Mal finden wir den Weg, ruft Tarkon aus rauer Kehle. Dann erregt ein rhythmisches Trommeln, das durch den Lärm der Schlacht an deine Ohren dringt. Deine Aufmerksamkeit. Rechts von dir steigt eine Staubwolke auf. Sie nähert sich schnell und prallt mit der Armee der Wüter zusammen. Körper werden in die Luft geschleudert.
Okay. Archon, erstmal mit rein. Hat Archon eigentlich einen Heldentitel? Nein, hat er nicht. Archon sollte auch einen Heldentitel bekommen. Mogre, den könnte ich ja eigentlich auch noch verbessern. Oder den nehme ich einfach mal mit rein. Okay. Gudmundur, was kann denn der? Ah ne, der kann niemanden rufen. Glaub, dann nehme ich lieber Kanari mit rein. Die könnte ich auch noch befördern, wenn ich es wollte. Aber dann kann ich nicht mehr Hakon. Komm, ich befördere einfach Hakon. Ja. Das Flüstern. Der letzte Überlebende. Der Wolf. Winskraft. Monstertöter. Schattenwandler. Schöpfer. Punkt über Zeit bei Treffer. Todesbote. Töricht. Ungebrochen. Zweifach geboren. Wie viel Rüstung hat ein Hark? Okay. Ja, der kriegt ja plus 2 Rüstung. Passt sogar für ihn eigentlich als Wahl. Also, nee, gut, Eirik kann ich nicht, aber ich könnte Rook noch verbessern. I'm ready. Oh, okay. Was zum Abgrund war das? Century, but that doesn't mean I have forgotten how. Es ist Ubin. Trümmer, Überreste einer Ölexplosion. Hoffentlich irre ich mich nicht, aber die Legenden erzählen von Sundra, die sich selbst teilen können. Okay. Weiß ich, zerbricht die Barriere. Okay, das ist ein Nahkämpfer. Welche offenbaren Wirbelwind, okay. Erik ruft den Bären. Ich
zerbrechen, wird sie wieder so stark wie vorher sein, okay. Ja, gut, Gutmundre, der wird hier nicht so weit laufen können. Der kann seine Verstärkung nur dahinsetzen. Okay, Hakon läuft vor. Und Mogre auch. Okay, Rook schießt ihn da runter. Den 21er. Weil der kann schon ziemlich gefährlich werden. Okay. Jetzt kommt Eirik und haut dir die Rüstung erstmal runter. Und dann kommt sein Bär und greift sie für 5 an. Ausgewichen, nice. Okay, gut, er haut ihm die Rüstung runter, aber es ist Gutmund. Ne, aber ne, Gutmund ist noch nicht down. Das ist schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Ach Mist, Hakon kommt da nicht durch. Aber Hakon greift hier den Dicken mal an. Gut. Das ist natürlich ein das ist natürlich wieder ein anstrengender Kampf. Ha, ruiniert. Jetzt kommt Ubin mit seinem Whirlwind. Bam! Robust. Bam! Weg mit dir!
Village. Tot. Der mir gut, arme Gutmundere. Ruiniert, wie die Ruine auf dem Schlachtfeld. Petrus wurde im. Ah, nicht Gutmundere, sondern Petrus. Warum immer Gutmundere? Weil er. Aber gut, sein Dude hat getankt auf jeden Fall. Die Legenden sollen davon erzählen, dass du ein einfacher Jäger aus einem kleinen Dorf im Wald. Weil es mit einer Sünde aufgenommen hast. Nun liegt Durin tot zu seinen Füßen. Die Wüter bleiben auf Abstand, als du zurück in die Stadt hinkst. Die Bewohner von Abarang schauen hinter den Mauern still zu. Sie wollen nicht glauben, was sie sehen. Plötzlich erhebt sich um dich herum Jubel, der sich zum einen frenetischen Chor steigert. Auch wenn ein paar Clanmitglieder dich aus harten Augen mürrisch anstarren, wahrscheinlich Rugas Loyalisten. Sie rufen im Chor deinen Namen, schmunzelt Otleif, du antwortest. Nur weil sie deine noch nicht kennen. Muss mir doch was ich ansehen. Stunden vergehen seit der Belagerung. Auf der Befestigungsmauer entdeckst du Otleif, die in die Ferne blickt. Und die Dunkelheit scheint auf jeden Fall viel näher zu sein, als vor Ruins Auftauchen. Hör mal, ich wollte dich schon lange etwas fragen, was die vergangenen Tage angeht. Bin ich zu leichtsinnig gewesen? Ich wünschte, du würdest es mir sagen, bevor du Risiken eingehst. Nein, ich würde dich auf keine andere Art haben. Selbst in jüngster Zeit Verantwortung zu übernehmen, das hat sich geändert. Danke, das bedeutet mir viel. Es steht so viel auf dem Spiel, dass es so schwer ist, nicht an den eigenen Entscheidungen zu zweifeln. Ich habe es nie bereut, dir das Band gegeben zu haben. Aber es ist oft gar nicht so einfach, still zu bleiben. Ich fühle mich, als wäre ich die Einzige, die sich mit den sturen Männern nur wegen übergeordneten Zielen streitet. Wenn ich es wagen würde, dieselbe Art von Zuversicht zu zeigen, für solche Frauen gibt es eine Bezeichnung. Es macht einen mürbe. Kämpfen wir nicht alle für die gleiche Sache? Wenn Juno es nicht schafft, nach all dem, was wir durchgemacht haben... Es sind schwere, schleppende Schritte zu hören, die sich euch nähern. Es hat sich nichts geändert. Wir werden mit allem fertig, was auf uns zukommt. Geben wir die Hoffnung nicht auf. Man sehe sich nur einmal an, wie viele heute eine Sünde überlebt haben, dank unseren Bemühungen. Das ist ein Grund Grund der Freude. Sprich für dich selbst, Ubin. Wie hast du diese Pferdebürtigen dazu bekommen, Dalaron zu verlassen? Naja, wenn du jemanden Sprache lernst, kannst du eben mit ihm reden. Ich wünschte, es gäbe mehr solche wie dich, Ubin. Es ist eine lange Geschichte, Freunde, eine lange Geschichte. Die Kurzfassung ist, dass die Wüter auch im Süden sind. Da tummeln sich ebenso viele wie hier. Du blickst über die Mauerkrone hinweg in jene Richtung, in welche die Wüter sich zurückgezogen haben, seit Ruin nicht mehr da ist. Sie irren ziellos umher. Warum einfach aufgeben? Und sie sind immer noch zahlreich genug, um uns zu überwältigen. Ich finde es einfach gut, dass uns der Moment der Ruhe gegönnt wird. Volle Zustimmung. Ich glaube, dass wir jetzt alle etwas Ruhe brauchen, sogar die Wüter. Verdammt sollen sie sein. Die Stille ist fast schon schlimmer als der Kampf. Langsam beginnt ein neues Geräusch, sich zu verdrängen. Ein trillerndes Stöhnen, das dich mit Unbehagen erfüllt und dir die Haare zu Berge stehen lässt. Ist das ein Grund, uns Sorgen zu machen? Ich weiß nicht. Sie stehen einfach dort. Es klingt fast so, als würden sie weinen. Das ist schlimmer. Das ist schlimmer als die Stille. Vielleicht spüren sie den Druck, nur etwas früher als wir. In der Dunkelheit ist es egal, auf welcher Seite wir stehen. Kapitel 19. Die Hunde sind ausgehungert. Okay, das geht dann wohl wieder weiter. Zu Ivar. Bedrefell. Dorthin, wo alles begonnen hat.